Was ist los in dieser Woche? Eure Nachrichten rund um den FC Hansa Rostock. Besondere Aufgaben erfordern besondere Maßnahmen. In Vorbereitung auf das kommende wichtige Duell gegen Karlsruhe hat Trainer Wolfgang Wolf deshalb auch das Training in dieser Woche ein wenig anders gestaltet. Und so hieß es am Dienstagnachmittag: Koffer packen. Denn schon am Mittwochmorgen um 6 ging es mit dem Mannschaftsbus in Richtung Baden in ein Kurztrainingslager. Vor der Abreise ging es sowohl Montag als auch Dienstag auch noch auf den heimischen Trainingsplatz. Bei der Einheit am Montag waren allerdings nur die Spieler dabei, die gegen Frankfurt nicht in der Anfangsformation gestanden haben. Für den Rest der Mannschaft gab es ein Regenerationsprogramm. Nicht mit dabei waren verletzungsbedingt Sebastian Pelzer und Timo Pertl und Dexter Lang wegen Krankheit, sowie Johannes Brinkies, der an diesem Tag Berufsschule hatte. Am Dienstag wurde in mehreren Gruppen trainiert. Dabei lag der Fokus auf dem Schusstraining und auf Spielformen. Vor dem Training hat Wolfgang Wolf aber noch zur Mannschaftssitzung und Videoanalyse geladen. Wir haben mit dem Trainer über die Vorbereitungen gesprochen. Wolfgang Wolf, die Vorbereitung auf den kommenden Gegner auf Karlsruhe laufen in dieser Woche ein bisschen anders als sonst. Heute vor dem eigentlichen Training gab es eine ausführliche Videoanalyse mit der Mannschaft. Können Sie uns verraten, was dort genau analysiert wurde und was Sie sich angeschaut haben? Ja, normal ist ja heute Dienstag der zweite Tag nach dem Spiel frei, aber das haben wir heute mal sein lassen, denn es ist dringend notwendig, dass wir heute die Videoanalyse gemacht haben. Denn was die Mannschaft speziell in den letzten 15 Minuten gespielt hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, das haben wir besprochen, auch die Fehler nochmal angesprochen. Damit ist das Spiel gegen die Eintracht aber auch beendet und wir werden uns ja ab morgen auf Karlsruhe vorbereiten. Auf Karlsruhe eine ganz besondere Vorbereitung. Sie fahren ins Trainingslager an einen Ort in der Nähe von Karlsruhe. Was wird dort genau passieren und warum überhaupt diese Maßnahme? Ja, Geheimniskrämerei ist es nicht, das ist ganz klar. Wir wollen unseren Fans signalisieren, dass wir uns noch nicht aufgegeben haben, dass wir uns wirklich sehr akribisch auf das Karlsruher Spiel vorbereiten. Ja, und wir werden in Baden-Baden übernachten, werden dort auch trainieren, werden 4-5 Trainingseinheiten machen, ja, und werden uns auf Karlsruhe einstellen. Und von daher denke ich, die Mannschaft hat die Ruhe. Ja, sie wird nicht gestört in den Abläufen und das brauchen wir auch. Ich glaube, gerade jetzt in der schwierigen Situation, wo jeder schon denkt, wir sind schon abgestiegen. Einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Gegner auf Karlsruhe gab es gestern ja schon. Da konnte jeder seine kleine Privatanalyse vollziehen beim Nachholspiel zwischen St. Pauli und Karlsruhe. Das Ergebnis am Ende sehr erfreulich aus Rostocker Sicht, weil im Keller hat sich nicht viel verändert. Karlsruhe bleibt in Reichweite. Wo haben Sie das Spiel gestern gesehen? Ja, wir mussten noch die Hausaufgaben erledigen, Trainingsplätze, Hotels noch fest klar machen. Baumgart war da gewesen, Steffen, und hat sich das Spiel angeschaut. Ich habe es natürlich im Fernsehen angeschaut, wie auch die Spieler auch. Und ja, ich habe ja auch Karlsruhe beim FSV Frankfurt in Frankfurt live gesehen. Wir sind eigentlich top vorbereitet auf den Gegner. Aber entscheidend ist, dass wir unsere Leistung abrufen, dass wir an das noch glauben, was wir vorhaben und auch die Fehler abstellen. Das ist immer wieder dasselbe. Wenn wir die Fehler abstellen, haben wir auch eine Siegchance. So wird es auch in Karlsruhe sein. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und danke fürs Interview. Bitte, bitte. Ciao. Rede und Antwort stand Wolfgang Wolf in dieser Woche aber nicht nur Hansa TV, sondern auch NDR 1 Radio MV. In der Sendung Hansa Stammtisch diskutierte er gemeinsam mit Mittelfeldspieler Tobias Jenicke und den Sportjournalisten über die aktuelle Situation. Die gesamte Sendung gibt es zum Nachhören in der NDR Mediathek unter dem Stichwort Hansa-Stammtisch. Erfreuliche Nachrichten gab es in dieser Woche für ein Hansa-Urgestein. Juri Schlünz, der seit 1968 im Verein ist, bleibt auch in Zukunft Chef der Nachwuchsakademie. Juri Schlünz, die Vertragsverlängerung als Leiter der FC Hansa Nachwuchsakademie ist jetzt unter Dach und Fach. Was sagst du selbst dazu und welche Aufgaben fallen denn darunter? Ja, der Vertrag wäre ausgelaufen im Sommer und ich bin jetzt im 5. Jahr dabei. Ich freue mich, dass ich diese Arbeit hier fortsetzen kann. Sie macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist eigentlich auch das Feld, was ich mir früher mal als junger Mann vorgestellt habe. Ich habe nicht umsonst Sport studiert und habe dann meinen Fußballlehrer in Köln gemacht. Jetzt kann ich die jungen Spieler begleiten hier mit einem richtig engagierten Trainerteam, das wir im Nachwuchsbereich haben. Und freue mich natürlich, dass
junge Spieler den Sprung jetzt schon geschafft haben. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass es auch in Zukunft weiter so geht, dass wir immer wieder Zulieferer für die erste Mannschaft sind. Vielen Dank. Bitte. Wie erfolgreich die Arbeit von Juri Schlünz ist, zeigte sich gerade erst dieser Tage wieder. Denn die beiden Hansa-Eigengewächse Johannes Brinkis und Edison Jadanov haben für die kommende Woche eine Einladung zum DFB-Lehrgang der U19-Nationalmannschaft erhalten. Im Mittelpunkt standen aber noch zwei weitere Youngster, das aber auf ganz andere Art und Weise. Kevin Müller und Tobias Jenicke, unsere Geburtstagskinder der Woche. Happy Birthday zum 21. an unseren Torwart und alles Gute zum 23. wünschen wir Tobias Jenicke. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber sicherlich beiden nicht, denn die volle Konzentration gilt natürlich dem wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag gegen Karlsruhe im Wildparkstadion. Und einer, der sich dort bestens auskennt, ist unser Mann mit der Rückennummer 21. Michael Blum, am kommenden Wochenende geht's gegen Karlsruhe ran. Ein Verein, der dir ja nicht ganz unbekannt ist. Du hast selber dort 2 Jahre gespielt, von 2009 bis 2010 im Profiteam. Kennst du noch aktuelle Spieler? Und was mich natürlich ganz besonders interessiert, gab's eine kleine Privatanalyse mit Trainer Wolfgang Wolf über die Spieler und das Team von Karlsruhe? Also die Privatanalyse gab's jetzt noch nicht. Aber einige Spieler kenne ich noch, auch wenn ein sehr großer Umbruch jetzt letzten Sommer gerade da war. Timo Staffel kenne ich noch, der jetzt Kapitän war gegen St. Pauli und einige Amateure, die jetzt auch den Sprung geschafft haben, wie Matthias Kunz zum Beispiel, der jetzt auch zum Stammspieler gereift ist. Und ja, ich denke, das wird ein schönes Wiedersehen. Kennst du denn Stärken und Schwächen dieser Spieler, die man sich dann zum Vorteil machen kann? Ja, ich denke, also einige Spieler kenne ich schon noch, aber ich denke, nicht viel besser jetzt unbedingt als der Trainer oder Steffen Baumgart, der jetzt auch das Spiel gesehen hat. Und ich denke, wenn der Trainer einiges fragen wird, dann weiß ich einiges, aber so, denke ich, sind wir auch ganz gut so eingestellt. Ob du am Sonntag in Karlsruhe spielen wirst, steht sicherlich noch nicht fest, aber es wäre für dich ja eine gute Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Wir erinnern uns, da gab es so eine kleine Episode im November 2009, hast du für Karlsruhe ein Tor gegen Rostock geschossen. Also wenn du am Sonntag spielst, ja, ist eine Wiedergutmachung ja längst überfällig. Ja, ich würde natürlich auch gerne für Hansa Rostock treffen. Damals hat es ja nicht so lange gehalten. Wir haben ja dann direkt wieder das 2-1 kassiert und haben dann mit dem KSC hier trotzdem in Rostock verloren. Deine Heimatstadt Düsseldorf spielt um den Aufstieg. Verfolgst du das Ganze ein bisschen mit? Ja klar, meine ganze Familie wohnt noch in Düsseldorf, da kriegt man das natürlich mit. Einige Freunde von mir sind öfters im Stadion und wenn man mit denen dann spricht, dann ist da natürlich jetzt eine große Euphorie und natürlich kriegt man das mit. Die Fortuna darf gerne alle Spiele gewinnen, außer am 29. Spieltag, dann kommt Düsseldorf nach Rostock. Dann müssen wir natürlich für Hansa Rostock oder wollen wir für Hansa Rostock die Daumen drücken und du wirst dich dann hoffentlich auch ordentlich ins Zeug legen. Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch, für deine Pläne, viel Erfolg und vor allem für das Spiel am Sonntag viel Erfolg. Dankeschön.